Augsburg hat das graue Kleid von Aschenputtel abgestreift. Das ist jetzt schon so. Man spürt die Schönheit der Stadt, das Potenzial, das sie hat, die Chancen, die da sind. Dieser Stillstand ist vorbei. Man spürt den Stolz, nicht die Eitelkeit, aber den Stolz der Augsburger wieder. Ich glaube, durch so ein Gefühl lässt sich das am besten beschreiben. Mein Ziel ist es, dass es den Menschen in Augsburg gut geht. Wenn wir die Themen, die jetzt für die nächsten Jahre anstehen, mit der gleichen Kraft angehen wie in den letzten Jahren, dann strahlt Augsburg wieder. Ich wünsche mir, dass die Augsburgerinnen und Augsburger mitmachen bei der Gestaltung unserer Stadt und dass sie am 16. März zum Wählen gehen. Ich wünsche mir, dass sie mir weiterhin für die nächsten 6 Jahre ihr Vertrauen als Oberbürgermeister schenken und dass sie auch die CSU-Kandidaten wählen, damit ich mit einer starken CSU-Fraktion die Zukunft Augsburgs kraftvoll weitergestalten kann.